Wolltest du auch schon immer über 1000 Spiele oder Dinge für 5 Dollar und dabei noch was für eine gute Sache tun? Dann hol dir jetzt das Bundle for Racial Justice and Equality bei itch.io. Nur noch 5 Tage. Ich kann dir versichern, dass ein paar Knüller dabei sind, zum Beispiel Night in the Woods, Celeste, Minute, A Short Hike und noch einige andere Spiele, nämlich ungefähr 990. Wir werden uns jetzt ein Spiel davon aussuchen oder zwei oder drei und das einmal anspielen. Und dafür habe ich mir ein super System überlegt, denn wir haben nämlich 48 Seiten und 30 Einträge pro Seite. Das heißt, wenn wir auf random.org 48 rollen, Seite 37, Game Nummer 24. 24, Duck in Town, A Rising Knight. Discover the mysteries of town and help Duxon in his quest to become a rare. Laden wir das doch direkt runter. Wir sehen uns gleich in-game. So, hier sind wir in-game, Papaya Games. Godot, sehr schön. Sehr schön, ein Godot-Spiel zu sehen. Sehr gute Engine. Und wir haben auch direkt Controller-Support, das ist super. Settings können wir hier... Ach, Englisch und Espanol. Ja, wir wollen natürlich direkt 16-fache NTL-Lesing haben. Shadows High, Super V-Sync, ja. Apply, Back. Und wir spielen Duck in Town, A Rising Knight. Das war das Wort, das gefehlt hat. Hey Duxon, how are you? It's been a long ride. Sagt die Duck mit den coolen... Brillengläsern. Actually, you've been sleeping the whole flight. Du hast den ganzen Flug geschlafen, also bist du bestimmt nicht so müde. Ehrlich gesagt habe ich gar keine Ahnung, wie du überhaupt schlafen konntest. Ein Helikopter ist super laut. Das Geräusch von den Rotorblättern macht mich irgendwie... relaxt mich. Ja, wir sind angekommen in der Town. Der Hauptstadt des Königreichs und der Heimat des Kings. Vertraue mir, hier findest du die besten Nachos der Welt. Wirklich lecker. Dad, pass auf. Ich bin hier, um ein Duck Knight zu werden. Der größte Duck Knight der Welt. Was? Ach ja, richtig. Das sind auch nur Nachos. Na egal, viel Glück auf deinem Abenteuer. Merk dir, was ich dir immer gesagt habe. Immer an jeder Tür klopfen und manche werden sich öffnen. Ich bin's, Duck. Oh. How's the adventure going? Are you knight already? Bist du schon ein Ritter oder hast du mir ein paar Nachos mitgebracht? Erzähl mir über die Stadt, Town. Warum magst du Nachos? Wünsch mir Glück. Erzähl mir mehr über die Stadt. Ehrlich gesagt, war ich hier seit einer Weile nicht mehr. In Breskis, eine Sache ist sicher. Die Hauptstadt des Königreichs hat sehr viel zu bieten. Du willst ein Ritter werden? Und ich bin mir sicher, dass der King all seine neuen Angestellten mit offenen Armen empfangen wird. Ich hoffe, ich habe dich in den richtigen Ort gebracht. Wie viele Eltern wollen den Traum ihrer Kinder so krass unterstützen, indem sie sie einfach alleine lassen in einer unbekannten Stadt, ohne irgendwelche Hilfe, ... Bin ich ein schlechter Vater? Ich mach das schon ganz gut. Viel Spaß in der Stadt, Duxon. Du musst dir keine Sorgen um mich machen, ein guter Ritter weiß immer, was zu tun ist. Und noch eine Sache, deine Brüder sind da auch hier in der Stadt. Ich weiß, dass du ein episches Abenteuer anfängst, dass so viel Zeug... passieren wird, dass es in die Geschichtsbücher eingetragen werden wird, aber solltest du wirklich besuchen. Wenn ich schon davon spreche, wenn du in den Geschichtsbüchern auftauchen willst, dann sollte jemand schon was über dich schreiben wollen. Dad? Ich glaube, du musst eigentlich jemanden anstellen, dass er über dich schreibt. Also muss es eigentlich hier keine epische Geschichte sein. Dad? Also das ist, glaube ich, auch echt teuer. Dad? Komm schon, Duxon. Seit wann bist du so langweilig? Warum magst du Nachos so sehr? Guck mal, Sohn. Als ich in deinem Alter war, wollte ich meinen eigenen Nachos-Stand eröffnen. Eine gute Investition. Wer mag denn keine Nachos? Aber deine Mutter dachte, es eine schlechte Idee ist. Wir streiten manchmal immer noch darüber, ob Crunchy eine Geschmacksrichtung ist oder nicht. Wenn es keine ist, dann verstehe ich nicht, warum Leute Crunchy so gerne mögen. Wünsch mir Glück. Viel Glück. Frag deine Brüder oder die Wachen. Okay, ich wollte eigentlich gar nicht anlabern, aber wir haben schon mal gesehen, wir haben ein weitreichendes Dialogsystem. Ich muss on the fly Dialoge übersetzen ins Deutsche, was ich nicht so gut kann, aber wir haben Fixed Camera Angles, also haben wir hier quasi den Resident Evil 1 Style. Wir haben ein Inventar, wo wir nichts machen können. Schultertasten machen nichts, wir können offenbar nicht rennen. Und irgendwie konnte ich hier diese Dings aufrufen. Ach so, hier, ich kann entweder... reden oder Item geben, aber ich habe kein Item. Ich verstehe. Okay, okay, ja gut. Na, ich wollte nicht mit dir reden, ja. Okay, wir müssen uns in der Stadt umsehen. Wir haben einen Helikopterlandeplatz hier. Look at Heliport.
Üblicherweise fährt Dad den Helikopter, aber er hat ihn heute nicht gefahren. Und wenn Dad ihn gefahren hätte, dann wäre der Helikopter jetzt hier. Aber er ist nicht hier. Ich glaube, ich denke da zu viel drüber nach. Cool, also wir haben auch so Point-and-Click-Sachen, weil wir immer hier ein Item auch benutzen können. Das ist ja interessant, aber warum können wir nicht rennen? Verdammt nochmal. Ah doch! Mit R. Mit R2. Hui! Ich muss aber echt mal sagen, das 3D-Model ist fürchterlich. Guckt euch das mal an, das ist mega, mega gruselig. Egal, wir kommen also hier auch in die Town. Oh, ja, die Transition ist so ein bisschen schwierig. Wenn wir nach rechts gehen, dann bleiben wir zwar geradeaus, aber... Obwohl, macht man das so? Ja, ne? Man behält die Richtung bei, aber es ist ein bisschen... Ja, ich glaube, ich bin das einfach nicht gewohnt. Schauen wir uns das Schild auch einmal an. Hallo, Reisender. Nee. Hallo, jemand, der uns besucht. Besucher! Willkommen in der Stadt. Town. Die Hauptstadt auf Dark Kingdom. Das ist ein echt super Name. Um in die Stadt einzutreten, musst du beweisen, dass du keine Taube bist. Unsere Wissenschaftler haben dafür einen Test designt. Löse dieses Matheproblem. Wie ist ein 20-seitiges Polygon? Wie nennt man das? Aber ich bin mir sicher, dass du die Antwort weißt. Ist das ein Icosaeder? Deswegen gibt es... Du musst mir das gar nicht sagen. Ich bin ja auch, ehrlich gesagt, ein nicht lebendiges Schild mit vorgefertigten Informationen draufgeschrieben, die schon darauf waren, bevor du mich gelesen hast. Es ist auch unmöglich für mich, mit dir zu sprechen. Oder Gefühle zu haben, oder Träume, oder Ambitionen. Punkt, Punkt. Glaubst du, ich sollte für meine Rechte kämpfen? Sie danken mir niemals... Noch nie wurde mir dafür gedankt, dass ich hier den ganzen Tag rumstehe und ich werde noch nicht mal bezahlt. Tschüss! Okay, das war ein bisschen komisch, sagt Daxon. Ist ja auch so ein bisschen, ne? Oh, was ist das denn hier? Look at Sign. Wir können auch einfach nur ein Sign angucken. Aber da steht dasselbe drauf. Wir können auch ein Item benutzen, aber egal. Wir können auch der anderen Seite ein Item geben. Talk to the other side. Hallo, Besucher. Hast du das Schild gelesen? Ja. Was ist deine Antwort? Wenn du eine Ente bist, solltest du natürlich die Antwort wissen. Du bist eine Ente, oder? Ja, es ist ein... Ich weiß nicht, wie das auf Englisch heißt. Es ist irgendwas mit Iko. Der? Ikosakaidigon. Ikosakaidion, hä? Achso, falsch. Oh. Es ist irgendwas mit Iko. Der? Ikosagon. Punkt, 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 Punkt. Das ist richtig. Bitte schließe deine Augen, während ich dich in die Stadt führe. Du weißt aber schon, du weißt nämlich schon, dass das nicht die richtige Eingangs... Das ist nicht der richtige Eingang zur Town. Richtig? Hm, okay. Mann, das war nur ein Fake-Tor oder was. Hi, willkommen in Town. Es tut mir leid, das mit dem Passwort-Ding tut mir leid. Ich bin manchmal schon ein bisschen hart. Mein Name ist übrigens HD. Ich bin Daxon. Dax-Sohn. Okay, Daxon. Wenn du die Tür benutzen musst, dann rede mit mir. Das große Ding ist keine wirkliche Tür. Haben sie das so gemacht, weil er nicht die Tür animieren wollte, wie die aufgeht? Okay, wir haben richtig viele Sachen zu sagen. Wie werde ich zu einem Duck Knight? Das ist nicht so einfach. Du musst beweisen, dass du den Titel tragen darfst. Okay, was sollte ich tun? Ich weiß nicht. Der Recruiter, was ist denn da? Jemand, der rekrutiert, Person, die rekrutiert, ist gerade... hat gerade Auszeit wegen Depression. Du kannst kein Ritter werden, ohne dass er dir hilft. Warum ist er depressiv? Ein Händler hat ihn betrogen, indem er ihm ein paar sehr teure, weiß ich nicht was, für seine Rüstung verkauft hat. Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, warum eine Ente so... Ach, das sind Schuhe. Warum würde eine Ente so viel Geld für Schuhe ausgeben? Enten tragen gar keine Schuhe. Ja, ich mag die, sind ziemlich gemütlich. Ich habe eine Idee. Wenn du ein Ritter werden willst, warum fragst du nicht Dakar den Dritten? Er ist kein richtiger Duck Knight. Aber er wird dich bestimmt trotzdem in seine Gilde aufnehmen. Ich glaube, das reicht schon für ein Kind wie dich. Der Name ist wirklich HD? Ja, das ist mein Name. Weil ich alles sehen kann in einer atemberaubenden Auflösung. Sieht aus, einfach aus wie ein seltsamer Spitzname. Komm schon, du bist Daxon. Dax-Sohn. Und HD sind auch meine Initialien, also...
Warum ist der Eingang so komisch? Wir haben ein neues Sicherheitssystem für Town, das aus Geheimeingängen besteht. Wenn du nicht weißt, wo die Tür ist, kannst du sie auch nicht aufbrechen. Es ist ein super brillantes System. Du bist der Türsteher? Nein, ich bin Teil der königlichen Garde. Aber wir kümmern uns auch um die Sicherheit. So hat es der König angeordnet. Er ist sicher im Schloss und wir haben nicht genug Wächter. Er ist sicher im Schloss und wir haben nicht genug Wächter. Außerdem ist das Königreich jetzt taubensicher. Was haben Enten gegen Tauben? Ja. Was ist das Problem mit Tauben? Tauben? Wo? Oh, warte, das ist unmöglich, dass Tauben hier reinkommen in die Town. Wir haben hohe Wände und das Passwort ist zu schwierig für sie herauszufinden. Um es zu lösen, müssen sie erst verstehen, wie man liest. Können die nicht einfach reinfliegen? Verdammt. Ich hoffe, da kommen die nicht drauf. Okay, ich kann auch mal hier reingehen. Kann der König mich nicht zu einem Ritter machen? Der König redet nicht mit Unbekannten. Er ist zu schüchtern. Er ist sogar zu schüchtern, um mit mir zu reden. Das Schild draußen hat gesagt, es würde für seine Rechte kämpfen. Sollte mich das beunruhigen? Keine Sorge, ich hatte nur Langeweile, als ich das geschrieben habe, also habe ich mir gedacht, dass ich das Ganze ein bisschen aufpäppel. Das sind einfach nur normale Schilder. Achso, jetzt können wir wieder rausgehen. Danke. Ist meine Pflicht. Okay, jetzt sind wir in der leeren Town namens Town. Look at door. Hi. Keiner hat geantwortet. Okay, also hier ist die Stadt. Ist wirklich niemand da. Hier ist ein Amboss. Guck dir den Amboss an. Warum ist hier ein Amboss in der Mitte der Straße? Da ist eine kleine Gravur auf dem Amboss. Ja, ich möchte es lesen. Solange es Dinge gibt, die zu schmieden sind, wirst du für immer mein bester Freund sein, Envy. Viele Leute denken, ich bin verrückt, weil ich mit dir rede. Die sagen, du bist kein richtiges Mädchen. Aber es ist mir egal, was die anderen denken. Wir werden für immer zusammen sein, Mike. Ja, verrückte Enten, die mit Ambössen reden. Perfekt, gucken wir uns mal den Brunnen an. Wow, das könnte ein verzauberter Brunnen sein. Nein, ist es nicht. Wer hat das gesagt? Niemand. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jemand redet. Du liegst falsch. Aber nein. Oh, das ist komisch. Ich glaube, der Brunnen redet mit uns. Wenn wir uns die Statue angucken. Mit Kameraswitch, damn. Das ist die zweitgrößte Ritterstatue, die ich jemals gesehen habe. Die Statue hat eine Gravur. Lesen? Ja. Die Statue aufgestellt für Roldan, der einzige Schwertkämpfer in der Stadt. Vor einer langen Zeit haben Tauben und Enten zusammengelebt, aber eines Tages hat sich alles geändert, weil die Feuernation angegriffen hat. Enten, die es satt hatten, die Taubenkacke aufzuräumen, wegzumachen, haben einen Champion gewählt, der mit dem Chef der Tauben kämpfen würde. So ein Duell besteht aus einem Brot-Ess-Wettbewerb. Diejenigen, die das als Augenzeugen miterlebt haben, erinnern sich noch daran, mit wie viel Elan die Brotscheiben gegessen wurden. Letztendlich hat unser Held Roldan den Sieg errungen. Die Tauben akzeptieren immer noch nicht das Ergebnis dieses Duells, aber unsere Straßen sind jetzt sauberer denn je. Das ist alles dank dem großen Roldan. Und nur seine Tochter kann so viel essen wie er oder so. Allerdings ist leider seit diesem Tag Roldan für immer verschwunden und keiner weiß mehr über ihn. Ah, okay, wir können noch mehr lesen. Unser Held wurde der einzige Schwertkämpfer der Stadt genannt, nachdem er das einzige Schwert der Stadt benutzt hat, um das Brot zu schneiden, das in dem Wettbewerb benutzt wurde. Das Schwert ist mit ihm verschwunden. So viel Exposition für... Wie heißt das Spiel nochmal? Ducktective? Nein, Duck in Town? What the fuck? Hä? Warum ist diese Straße so uniform? Warum ist die Map so groß? Warum ist hier niemand? Oh nein! Es ist das Zelda-Ding! Ernsthaft? Okay. Also, dann gehen wir mal lieber nicht lang.
Ah, okay, hier ist Construction. Okay, in so einer mittelalter Stadt. Guck dir die Bauzäune an. Wow! Diese Zäune sind sogar noch gelber als ich. Ich glaub's, da kann ich gerade nicht lang gehen, wegen Bauarbeiten. Dumm. Oh Gott, der Fixed Camera Angle macht mich fertig. Ja, können wir hier reingehen? Ins Hotel? Hi, ja, es ist abgeschlossen. Taubengeräusche! Es ist noch nicht fertig, Taubengeräusche. Ich glaube, jemand hört zu. Oh, jetzt kommen auf einmal keine Geräusche mehr raus. Oh shit, es sind Tauben in der Stadt, Leute. Hier ist ein Zirkus. Oder ein Zelt. Dieses Zelt ist so groß, ich würde gerne reingehen, aber ich habe keine Berechtigung. Okay, geh doch einfach rein, woher weißt du? Ah, Gregor. Willkommen im jährlichen Quark-Wettbewerb. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Krähen? Quieksen? Quark! Siehst aus, als hättest du gute Quarks. Würdest du gerne teilnehmen? Ja, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich habe erst vor ein paar wenigen Sekunden über diesen Wettbewerb erfahren. Warum würde ich jetzt schon interessiert sein? Und wie kann ich teilnehmen? Wirklich unglaublich! Um teilzunehmen, brauchst du nur zwei Dinge. Punkt. Welche Dinge? Warte, bist du wirklich interessiert? Normalerweise gehen die Leute wieder, bevor ich hier hinkomme, zu dem Punkt. Ah, um den Wettbewerb abzuhalten, brauchen wir mindestens drei Leute. Warum drei? Zwei würde meinen, es ist ein Duell. Und das ist ein Rechtschreibfehler. Aber wahrscheinlich soll das heißen, es soll kein Duell werden. Das wird wahrscheinlich, die Leute werden zu aggressiv bei Duellen. Wie viele Leute haben schon teilgenommen? Keiner? Ehrlich gesagt wollte Daka, der dritte Sohn, teilnehmen. Aber wir müssen noch die nächste Sache besprechen. Wir brauchen, du musst auch drei königliche Münzen bezahlen, um teilzunehmen. Ich würde alles als Bezahlung annehmen, aber der König hat einen Brief gesendet und gesagt, dass der Handel verboten ist hier auf dem Platz. Und jetzt nehme ich nur noch Münzen. Auf diese Weise bekommt der König einen Teil des Geldes. Und du hättest alles angenommen? Ja. Aber jetzt musst du mich mit Münzen bezahlen. Anstelle von einer anderen Sache, bei der du denkst, dass ich daran interessiert wäre. Ich hätte sogar ein paar Nachos angenommen. Wie kann ich Münzen bekommen? Du könntest zu Mikes Schmiede gehen und ihn fragen. Aber ich glaube, das ist nicht wirklich legal. Wenn er die selber schmiedet. Ist das normal, dass hier so wenig Leute teilnehmen? Ich glaube, dass nach so vielen Jahren desselben Wettbewerbs die Leute Interesse verloren haben. Aber ich finde es immer noch gut, wenn neue Leute teilnehmen. Ich wünschte, Leute würden meine Liebe für Quark verstehen. Ja, tschüss. Der Preis dieses Jahr ist eine Trophäe aus purem Gold. Ah, die hätte ich gern. Und wer bist du? Daka der Vierte. Hi, was ist dein Name? Ich bin Daka der Vierte. Und du? Daxen. Was ist das coole Vier, das nach deinem Namen ist? Magst du es? Mein Vater und ich haben denselben Namen, also benutzen wir römische Zahlen, um uns auseinanderzuhalten. Das klingt auch cooler. Das ist cool. Mein Vater und ich haben nicht denselben Namen, aber ich habe eine spezielle Begrüßung. Manchmal sage ich, ich bin Daxen, der Sohn von Duck. Manchmal bin ich aber ein bisschen zu schüchtern, um das wirklich zu sagen. Finde ich auch gut, das ist total kreativ. Ist das dein erstes Mal in Town? Ich treffe normalerweise keine Leute in meinem Alter. Ja, ich bin hergekommen, um der beste Ritter der Welt zu werden. Wirklich? Das wird dir schwierig fallen, weil ich der beste Ritter der Welt werden will. Ebenfalls. Du auch? Ja, ich kann nur nicht den Personen, die Leute rekrutiert finden. Also versuche ich, in die Gilde meines Vaters anzutreten. Er hat gesagt, nur Enten, Er hat gesagt, nur Enten, die sich beweisen können, können der Gilde beitreten. Aber wie willst du dich beweisen? Indem ich den Wettbewerb gewinne. Warum nimmst du nicht auch teil? Mindestens drei Enten müssen teilnehmen. Und momentan bin ich der Einzige, der teilnimmt. Ja, okay, wir wissen schon, wie wir da teilnehmen. Blablabla, geh weg. Ich werde jetzt noch mit hier den Nacho. El Nacho Quesoso. Nein. Lucky. Daxen, lange nicht gesehen. Wie geht's dir? Ziemlich gut. Du hast einen Nacho-Stand aufgemacht? Yep. Hey, aber das sind keine normalen Nachos. Jede Ente kann Nachos kochen oder zubereiten und verkauft
und sie in einem Nacho-Stand verkaufen, aber meine sind anders. Stell dir die besten Nachos, die du jemals hattest, vor. Und jetzt stell dir zusätzlich dazu vor, dass sie auch noch sehr crunchy sind, dass sie auch noch komplett in Käse vollgesaugt sind. Du findest keine besseren Nachos in Town. Nicht nur in Town, aber auch in der gesamten Welt. Aber ist das nicht ein bisschen zu viel Käse? Sieht ein bisschen schwierig zu essen aus, ohne dass du deine Hände voll mit Käse hast. Du kannst niemals genug Käse haben. Leute essen Nachos meistens total trocken, ohne irgendeinen Dip. Die brauchen jemanden, der ihnen zeigt, wie man den ultimativen Nacho zubereitet. Willst du das hier ausprobieren? Ja. Wirklich, unglaublich. Ein Deal zwischen Brüdern, du kannst sie für eine königliche Münze haben. Also, du willst mich tatsächlich dafür bezahlen lassen? Man kann kein profitables Business aufziehen, oh, wenn man Sachen verschenkt. Dann bin ich nicht interessiert. Ach, dein Verlust. Kann ich dir noch helfen? Willst du den Contest beitreten? Na, ich habe kein Interesse. Bitte, ja, okay. Ich nehme teil, wenn du meine Nachos kaufst. Aber ich will keine Wahl. Okay, cool. Denk dran, eine Münze, okay. Okay, jetzt müssen wir eine Münze auftreiben, damit wir ihm deine Nachos kaufen können, damit wir an dem Contest teilnehmen können, damit wir der Gilde beitreten können von Dakar dem Dritten, damit wir ein Ritter werden können. Das ist ja wirklich, also wir haben ja schon die Plotline hier für, weiß ich nicht, wie viele Stunden Gameplay, aber wir nehmen jetzt hier schon 20 Minuten auf und ehrlich gesagt hatte ich nicht vor, das Spiel zu lange zu spielen. Deswegen würde ich sagen, Weststadt ist geschlossen. Wir haben uns überlegt, eine Straße mit unendlich vielen Häusern zu bauen. Das ist super teuer, deswegen haben wir kein Geld mehr. Ich würde ja gehen, aber ich bin hier festgenagelt. Jetzt, wo ich dran denke, das ist der einzige Weg in die Weststadt. Und sie haben ihn auf einer unendlichen Straße gebaut. Ah, ist nicht wirklich ein großer Verlust, oder? Ja, okay, ich glaube, ich werde hier beenden. Wir haben sehr viel Dialog gehabt. Ich bin sehr am Struggle mit der Live-Übersetzung. Hier ist das Gildengebäude. Ach, cool. Falls ihr Duck in Town auch spielen wollt, könnt ihr das Bundle for Racial Justice and Equality bei itch.io kaufen für mindestens $5 und bekommt das hier und 999 plus andere Spiele, die wahrscheinlich besser sind. Wobei das Spiel gar nicht so, also ich würde das jetzt noch ein bisschen weiterspielen tatsächlich, also mache ich nicht, aber ist jetzt nicht komplett scheiße. Es ist ziemlich cool eigentlich, also ein Point and Click, falls ihr Bock habt. Dann spielt Duck in Town, ein Spiel, dem ich wahrscheinlich auf einer Skala von 1 bis 10 sagen wir noch mal 6 Nachos geben würde. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wir rennen. Hallo Daka der Dritte. So siehst du also aus. Da ist ein Hund hinten. Tschüss.